Und ich habe immer eine Kamera mitgehabt und immer Filmmaterial und habe nur dann die Kamera ausgepackt, wenn ich ein Thema entdeckt habe. Der 1919 geborene Tom Winkler zählte zu den bedeutendsten Amateurfilmern Deutschlands. Im Jugendalter entwickelte sich bereits seine Begeisterung für die Inszenierung von Filmstoffen. Als Laiendarsteller und Hobbyfotograf sammelte er erste Erfahrungen. Seine spätere Erstarbeit, immer wieder Bratkartoffeln, brachte ihm unverhofft den Gewinn eines deutschen Fernsehpreises ein. Winkler trat dem Bund Deutscher Filmamateure BDFA bei und drehte weitere Amateurfilme. Im Alter von 27 Jahren absolvierte er bei seinem Schwiegervater eine Lehre zum Maler, woraus seine spätere Selbstständigkeit als Lackehersteller hervorging. Winkler trat dem Filmclub der Bielefelder Filmfreunde bei und gab außerdem bei wöchentlichen Kursen sein technisches und gestalterisches Wissen an Mitglieder und Interessierte weiter. Da wurde ein Thema vorgenommen und dieses Thema wurde dann also richtig zerpflückt und richtig bearbeitet. Ob es jetzt ein Film war, den wir meinetwegen aus dem Archiv bekommen hatten, ob es ein eigener Film war. Wir haben also immer hervorragende Filme gehabt. Tom Winkler war über sein kreatives Schaffen im Filmbereich hinaus auch als passionierter Maler bekannt. Mit der Entwicklung des Fernsehens veränderten sich Sehgewohnheiten und Anspruch der Zuschauer, weshalb Tom Winkler die Zeit gekommen sah, von szenischen Produktionen Abstand zu gewinnen. Laiendarsteller reichten nun nicht mehr aus, um dem Perfektionisten Tom Winkler ein publikumswirksames Ergebnis zu liefern. So konnte man also mit diesen Laienschauspielern nicht unbedingt das Gelbe vom Ei wegholen. Und dann bin ich auf den Dokumentarfilm rübergegangen, ne? Um nicht diese leichte Blamabel mit Laienschauspielern da irgendwie auf die Dauer einzustecken. Im Jahre 1964 entstand der Film Meine Stadt. Ein Film über den Facettenreichtum der Stadt Melle. Regionale Firmen wurden auf den engagierten Filmer aufmerksam. Und so konnte er sich auf Auftragsproduktionen und Industriefilme ansässiger Firmen beschränken. Um die zeitintensive Arbeit an diesen Projekten bewältigen zu können, entschied er sich, sein Lacke-Geschäft aufzugeben. Mit der Entwicklung der Videokameras und der damit verbundenen leichten Zugänglichkeit zu Filmaufnahmen beendete Tom Winkler seine Arbeit als Filmschaffender. Die ganze Videogeschichte, die hat einen großen Nachteil. So wunderbar dieses Medium ist und die Möglichkeiten, aber es ist zu billig. Und dann drücken die auf den Knopf und steigen aus dem Flugzeug auf und gleich das erste Gebäude auf Malta und auf Mallorca wird gedreht, ob das historisch oder nicht. Und dann langweilen die Menschheit mit 3, 4 solchen Riesenspulen. Sie schneiden nicht, sie gestalten nicht, weil es nichts kostet. Und wir haben ganz, ganz wenig Leute, die wirklich Filme machen, die man, sagen wir, wettbewerbsmäßig irgendwo unterbringen könnte. Von den 23 Wettbewerbsbeiträgen, die Tom Winkler im Verlauf von 20 Jahren bei verschiedensten Amateurfilmfestivals einreichte, erhielten 19 Stück eine Auszeichnung. Die Werke des Autodidakten Tom Winklers wurden stets als sinnvoll und mit dem Gespür für Qualität bezeichnet. Seine rund 130 Amateurfilme zeichneten ihn als engagierten, perfektionistischen und leidenschaftlichen Künstler aus.